Gerade habe ich für dich noch einen Mega-Profi-Tipp auf echt hohem Niveau für dein Videomeeting, dein Webinar oder auch dein Video, was du drehst. Und zwar geht es um das Thema Trinken. Wann immer wir vor Menschen sprechen, macht es Sinn, dass wir uns etwas zu trinken bereitstellen. Ideal ist stilles Wasser, denn das sorgt dafür, dass wir kein Aufstoßen bekommen und es hält unsere Stimme geschmeidig. Doch Vorsicht, gesellschaftlich wirkt es nicht so toll, wenn du aus der Flasche trinkst. Abgesehen davon dürfte dir gerade aufgefallen sein, dass dann der Flaschenboden, weil er ja in Richtung der Webcam kommt, immer größer wird und fast ein bisschen bedrohlich auf die Teilnehmenden wirkt. Also nimm dir ein Glas. Wenn du ein Glas nimmst, dann achte auch darauf, dass du ein frisches Glas nimmst. Ich habe dieses Glas hier heute schon eine ganze Zeit lang im Gebrauch. Da sind Fingertapsen drauf, da sind Fettflecken drauf, es ist Lippenstift zu sehen. Und das ist nicht der schönste Anblick für deine Teilnehmenden. Deswegen, Profi-Tipp Nummer 3, nimm eine Keramiktasse. Denn die hat mehrere Vorteile. Zum einen, niemand sieht, was du in der Tasse hast. Zum zweiten, ja, Fingertapsen, Lippenstift ist dann auch nicht so zu sehen, weil es eben nicht durchscheinend ist. Das heißt, die Seite, an der du trinkst, ist ja im Grunde genommen für deine Teilnehmenden gar nicht zu sehen. Und der dritte Tipp, wenn du die Tasse geschickt bedrucken lässt, und dein Logo auf die von dir abgewandte Seite packst, hast du jedes Mal, wenn du trinkst, noch einen kleinen Werbeeffekt für dein Unternehmen. Und ich finde, das ist doch ein echter Profi-Tipp, oder? Viel Spaß damit!